Ich werde immer wieder gefragt, Rainer, der letzte Feuerstahl deines Lebens, wer braucht überhaupt so ein großes Feuerstahl-Dingsi? Hier hinten ist der Jakob und er ist mein Opfer. Wobei, eigentlich nicht Opfer, sondern er zeigt dir, warum so ein großer Feuerstahl wirklich einen Vorteil hat. Und wenn du das wissen willst, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann aus dem Bushcraft-Areal. Schön, dass du wieder dabei bist und ich habe dir jemanden mitgebracht, und zwar den... Jakob. Hallo. Und der Jakob, der verbringt ein Wochenende hier in der Bushcraft-Area gemeinsam mit seinem Bruder und hat gesagt, du Rainer, du hast ja den letzten Feuerstahl deines Lebens übrigens seiner, ja? Und er hat gesagt, du kriegst immer wieder so ganz komische Kommentare, oder? Ziemlich komisch. Und es gibt einen Grund, warum du so einen langen Feuerstahl hast. Und er, was machst du jetzt überhaupt hier im Video? Ich zeige euch, was man mit dem Feuerstahl alles machen kann. Also, bleib dran. Der letzte Feuerstahl deines Lebens ist eine Entwicklung aus dem Grund, weil es mehrere Vorteile mit sich bringt. Das mag ich sagen, bevor der Jakob jetzt loslegt. Es ist ganz einfach so, dass ich bei den Trainings draufgekommen bin, dass manche Leute sich schwer tun mit diesen kleinen Feuerstehen und mit denen kommen die meisten Leute. Dann habe ich auch gesehen, dass Jugendliche, Kinder, nämlich auch wirklich kleine Kinder, weil du, wie alt bist du jetzt, Jakob? 12. Ja, also der ist kein Kind mehr so richtig, ja. Auch wirklich Kindergartenkinder Probleme haben mit diesen kleinen Feuerstellen. Und das hat sich damals ergeben mit dem Jürgen Kiss, der mir einen Prototyp gemacht hat. Und so haben wir das Ganze da jetzt rausgebracht. Also wir haben einfach gesehen, dass das große Vorteile hat. Es ist auch dafür da, wenn du Bushcrafter bist, wenn du Survivalist bist und feuchtes Material anzünden willst, weil du einfach deutlich mehr Späne runterholst. Und der dritte Punkt ist zum Beispiel auch, ich als Trainer sehe, dass es genial ist, solche Teile am Kurs mitzuhaben, statt den kleinen. Einerseits haben die Trainees schnell ein Erfolgserlebnis und außerdem, ich brauche nicht so viel. Bei den Kleinen, die sind schnell abgearbeitet, aber bei dem, die sparen einfach Geld. Das ist auch für Survival- und Bushcraft-Trainer oder die, die es werden wollen, interessant. Also wenn du Papa oder Mama bist und mit deinen Kindern etwas tun willst oder mit anderen Menschen ihnen helfen willst, in diese Materie einzusteigen, dann genau für das ist das jetzt gemacht. So, und jetzt Jakob, jetzt halte ich mal das Maul. Was hast denn du da für einen Zunder, hä? Weiß ich nicht. Das weißt du nicht, aber... Du weißt es nicht. Okay. Benni, aber was haben wir da für einen Zunder? Benni, was haben wir für einen Zunder? Birkenrinde und Kienspan. Birkenrinde und Kienspan. Also, okay. Zeig uns, was du kannst. Jetzt kommt gerade nichts runter. Ja, das ist immer so. Das ist der Vorführeffekt. Das ist auf YouTube so. Und YouTube ist fake, habe ich da vorher schon gesagt. So, ja, es brennt schon. Also wenn du das jetzt mit einem Kleinen gemacht hättest, wäre das alles viel uncooler gewesen. Dann natürlich, ganz klar, als alter Survival-Mentor kann ich dir gleich sagen, mach das Ganze ein bisschen auf, damit die Flamme gleich größer wird, damit gleich Luft dazukommt, damit dieses, was ist da drin, du hast mir das vorher erklärt, was ist drin im Birkenrinde, damit das so gut brennt? Öl. Ja, ätherisches Öl ist da drinnen und damit das, wenn du das aufmachst, brennt es natürlich gleich viel besser. Also, so schaut das aus. Du, wollen wir noch was anzünden? Wenn's willst, sicher. Ich will. Na dann, legen wir los. Ja, Jakob, du weißt, was das ist. Ja. Du sollst das anzünden. Und zwar nicht im geschlossenen Zustand, sondern im zerfledderten Zustand. Mach mal, zeig einmal her. Ich probier's. Naja, nicht nur probieren, sondern machen. Der Schmäh bei dem Feuerstahl ist, dass du ihn komplett durchziehst und viel Druck und langsam runterfährst und brennt schon und ist schon da. Also Schneidsfetzen, wie man in Österreich sagt, Taschentücher anzünden, das ist mal überhaupt keine Challenge. Aber du Jakob, kennst du das da? Weißt du, was das ist? Ein zerrissener Faden, schätze ich. Ein zerrissener Faden. Manche sagen, das schaut aus wie das Toupet vom Donald Trump. Das könnte auch sein, aber wollen wir jetzt nicht über den Donald Trump reden. Du, ich will auch, dass du mir das anzündest. Was glaubst du? Ist das ein guter Zunder oder ein schlechter Zunder? Wird das gut gehen oder schlecht gehen? Was meinst du? Ich glaube, das wird sehr gut gehen. Hast du schon mal probiert? Probiert noch nicht, aber ich glaube... Yeah! Oh. Das nenne ich mal Zunder. Ja, das war jetzt mal eine andere Art von Video und es geht ganz einfach darum, der Feuerstahl ist genau dann angebracht, wenn du mit Anfängern arbeitest, wenn du
nasses Material anzünden willst und wenn du einfach einen Feuerstahl haben willst, der einfach ewig hält. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, schreib mir den bitte unten dazu und natürlich auch, wenn du auch in das Bushcraft-Areal hier kommst und es sich zeitlich ergibt und du auch auf ein Video mit auftreten willst, ja, dann kannst du das gerne tun. Wie gesagt, ich gebe da unten auch den Link einerseits auf den Feuerstahl, auf den Survival Mentor und natürlich auf die Bushcraft Area. Wenn du da sein willst und sich das ausgeht und bei einem Videodreh dabei sein willst, sehr, sehr gerne. Das war's. Das war's. Jakob? Ja? Dankeschön. Bitte. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken, nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen und tschüss.